Also wir sind am Tregalskiweg im 21. Bezirk in Floridsdorf und da hat eine Besetzung stattgefunden, eine Landnahme oder wie nennt sie das und warum eigentlich? Ja, es ist eine Landbesetzung. Wir sind heute mit ungefähr 100 Menschen dahergeradelt, um uns dieses Land anzueignen, weil es seit Jahren brach liegt. Es ist ungefähr ein Hektar im Eigentum des Wohnfonds Wien und es soll verbaut werden. Dagegen wollen wir uns wehren, deswegen sind wir heute da. Und wir wollen diese Brachfläche eben verwenden, um da ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt aufzubauen. Also wir wollen da Gemüse anbauen. Also es soll eben gemeinsam mit den Nachbarinnen und mit den Anwohnerinnen und alle, die mitmachen wollen, soll eine Community-Supported Agriculture aufgebaut werden. Und es soll auch Raum sein für andere Projekte, zum Beispiel Radwerkstätten oder Raum für Kulturveranstaltungen und so weiter. Eine von unseren zentralen Forderungen ist eben, dass Land ihnen zur Verfügung stehen soll, die es auch bewirtschaften wollen. Deswegen sollen Brachflächen wie diese eben auch genutzt werden von Menschen, die eben Lust haben auf Landwirtschaft. Und wir sind eben eine Gruppe von Leuten, die seit 1,5 Jahren auf der Suche sind nach einer Fläche. Es ist extrem schwierig, was zu finden. Und genau deswegen haben wir jetzt diese Strategie gewählt, um uns Zugang zu Land zu verschaffen.